Singen ihm, der UBM Linkslandrallye 2019. Hermann Neubauer und Christina Echtl verdientermaßen haben sie 16 der 17 Sonderprüfung. Das war richtig hinter von sich, bitte schon was. Die Fotoapparate geschärft, dann kann schon losgehen. Da ist auch der Max, greift schon wieder zur Champagneflasche. Sie haben natürlich allen Grund zu feiern. Keine Frage. Bei dir am Beifahrersitz sitzt, ob Christina oder der Bernhard, das Ergebnis ist immer das gleiche. Ja, schauen wir mal, ja. Christina macht ihren Job sehr, sehr gut, vertritt den Bernhard wirklich würdig und ja, man merkt, dass der Bernhard da, glaube ich, ein guter Lehrer ist, weil der gibt sehr, sehr viel Information weiter und ich muss ihr gratulieren, sie macht das wirklich gut, weil ich weiß, dass das alles andere als einfach ist, speziell bei den Bedingungen. Noch dazu bin ich ein relativ anspruchsvoller Fahrer und deswegen ja, bin ich sehr zufrieden mit ihr und passt perfekt. Ja, es geht so schnell. Ich habe das bei der Jänner-Rallye gesehen, wie schnell das in die andere Richtung geht. Deswegen ist die eine Sonderprüfung für mich extrem wichtig. Ich werde alles geben dort und werde alles probieren. Und ja, jetzt werden wir vielleicht den Verwaltungsmodus ein bisschen ablegen und werden schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Feier geben. Aber ja, es hat bis jetzt mörderisch Spaß gemacht. Ich habe einen Riesengaudi gehabt und fühle mich sehr sicher und freue mich einfach jetzt auf die letzte Prüfung. Und bin eigentlich ein bisschen wehmütig, dass es schon wieder vorbei ist, das Ganze. Es geht immer so schnell. Es war eine schwierige Bedingung, es ist eine richtige Herausforderung gewesen, das Mal. Ne? Extrem schwierig, aber mittlerweile fahre ich so gerne im Regen, dass ich ganz ehrlich sagen muss, es ist mir wurscht, ob Sonne oder Regen. Und ja, so Mischbedingungen sind ganz, ganz schwierig. Es schaut da draußen aus wie auf einem Schlachtfeld. Und ja, unterm Strich mit den Autos macht es trotzdem einen extremen Spaß. Und ich bin, glaube ich, einen ganz guten Rhythmus gefahren, bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und hoffe natürlich, dass ich das jetzt auf der Baustelle schon einmal abrufen kann. Ziel ist es, bereit zu sein. Alles Gute. Danke. Michael, wie läuft's? Es läuft sehr gut, danke der Nachfrage. Wir sind sehr zufrieden, wir haben noch kein einziges Hoppala gehabt. Und ja, jetzt gehen wir mal was essen und dann hoffen wir, dass es weiter so gut läuft. Oh, danke, schauen wir mal, dass wir mal Schritt für Schritt, schauen wir mal, dass wir wirklich einmal in den Service kommen heute Abend und dann morgen schauen wir mal, wie es Wetter wird. Und den Regen mag ich auch nicht unbedingt so. Bin ja nicht gewohnt, dass der bei uns in Oberösterreich regnet so selten. Dadurch, ja. Ziel ist es, bereit zu sein. Alles Gute. Dankeschön, ebenfalls. Danke, ciao. Wir stehen den Service, aber ihr fahrt nicht weiter für heute, oder? Wie schaut es aus, Martin? Ja, das war eigentlich nur ein kleines Bauteil, eine Drehmomentstütze, also sprich ein Teil von der Motoraufhängung ist uns gebrochen. Wir haben uns nachher noch weit wund in den Service rübergeschleppt zum Forthändler. Wir haben es probiert zum Reparieren an Ort und Stelle, ist leider nicht gegangen. Drum ist eigentlich nur für die Besatzung vom Fahrzeug das Reparieren erlaubt und auch nur mit dem Material, was du an Bord hast. Das heißt, wir haben keine Ersatzteile aus dem Bus verwenden dürfen.
durch das haben wir leider müssen abstellen, weil das Risiko einfach zu groß wäre, wenn wir da weitergefahren wären, dass wir noch viel, viel mehr kaputt machen und dann trotzdem unser Nuller schreiben. Aber bis dahin ist es ja gut gelaufen bei euch, gell, Petra, oder? Ist gut gelaufen und wir freuen uns eigentlich auf morgen. Wir werden morgen unser Bestes geben. Na dann. Ziel ist es, bereit zu sein. Alles Gute für morgen. Auf jeden Fall. Danke. Schwierige Bedingungen bei der Wechselland, wie der Name sagt, Wechselland, ne? Ja, genau, also auch für uns, bei uns wechselt ständig irgendwas im Auto, wir probieren, eigentlich testen wir seit Mittag, muss man ganz offen sagen, wir richten uns schon ein bisschen auf die Weizreile, wir haben, nach vorne ist eigentlich nichts zu machen, nach hinten sind wir abgesichert, jetzt haben wir gesagt, wir fahren Testmodus, wir wollten heute in der Früh nur mehr attackieren, das haben wir gemacht, man hat das auch gesehen, 1 Sekunde hinter den Hermann, das haben wir leider im Ziel verschisselt, da sind wir im 5. Gang sehr quer gewesen, Richtung Ziel, aber da haben wir großes Glück gehabt, da haben wir dann angetragen und dann waren wir 1 Sekunde hinten, aber wir wissen, wir sind dabei bei der Musik und wir probieren eigentlich viel zu viel fast, hätte ich schon bald gesagt, aber wir kommen jetzt dort hin, wo wir hin müssen und wir bauen auf das auf und auf der Weizreile muss man dann schauen, was da passiert und für mich ist ja ein Lernjahr dazu, ich muss es ganz offen so sagen, weil ich fahre jetzt das zweite Mal Wechselland-Rallye und am Regen, glaube ich, das zweite Mal mit dem Auto jetzt und ja, also von daher sind wir zum Lernen. Da muss man auch froh sein, wenn man immer auf der Strecke bleibt, bei so manchen Hoppler, ne? Ja, Hoppler haben wir genug gehabt heute schon, Verbremser und draußen gestanden und was weiß ich was, aber natürlich ärgert es dich als Fahrer, wenn du dann auf die Zeit schaust, ja, aber wenn du heute halt nur mehr testest, wir haben, was ich, wie viel, auch 4 Seiten schon an Sachen vollgeschrieben. Alles Gute, Ziel ist es bereits. Ja, danke. Wir sind echt happy, hätten nicht gedacht, dass das jetzt so gut geht wieder. Vor allem bei den schwierigen Bedingungen im Regen waren wir echt konstant gut dabei. Und ja, jetzt haben wir schon deutlich über Minuten Vorsprung auf dem Viertplatzierten, also den ganzen 20 oder so. Da werden wir es jetzt, wie die Baustage, ein bisschen ruhiger angehen lassen. Podium sozusagen 4 Wochen nach dem Abflug, der ja doch nicht so ganz ohne war. Damit müssen wir mehr als happy sein. Aber man hat gestern auch schon gesehen, also wenn es darauf ankommt, seid ihr ganz eng beieinander, ne? Ja, das ist so, wobei wir auch nicht immer alle wahrscheinlich alles optimal erwischt haben. Aber ja, es waren teilweise ein paar sicher auch für uns erstaunlich knappe Ergebnisse dabei. Ziel ist es, bereit zu sein. Alles Gute. So schaut's aus, danke.
sind. Ziemliche Rennkilometer diesmal, ne? Ja, also genau das, was ich mir gewünscht habe eigentlich. Nach der Lammental haben wir gesehen, dass uns im Regen noch einiges angeht. Also mir geht relativ viel Erfahrung ab im Regen, habe den Untergrund nicht wirklich gut kennt und habe mir für die Wechsellandrallye jetzt viel Regen bestellt. Ist angekommen, waren richtig schwierige Bedingungen die ganzen zwei Tage. Habe massiv viel gelernt, habe mit dem Auto extrem viel gearbeitet, habe an meiner eigenen Linie und der eigenen Performance sehr viel gearbeitet und ich glaube, es ist jetzt speziell heute am Nachmittag um einiges besser geworden. Fühlt sich wirklich gut an schon. Aber der letzte Ticken, wo ich sage, ich trau mich ans Limit zu gehen, das fehlt noch. Und ja, ich freue mich jetzt noch auf die Powerstage. Genau, also das heurige Jahr soll dazu dienen, dass wir Erfahrung sammeln und Kilometer sammeln mit dem Auto und das machen wir bis jetzt wirklich sehr gut. Wir haben die Fehler wirklich in Grenzen gehalten, haben bei der einen Rallye einen kleinen Fehler gemacht, haben bei der Rallye habe ich einen kleinen Fehler gemacht, bin ich am Aquaplaning beim Bremsen ausgerutscht, habe mich eingetraut, aber das ist einfach Teil vom Lernprozess und das gehört dazu und ich bin froh, dass ich das machen kann. Solange das Auto auf der Straße bleibt und unbeschädigt bleibt, dürfte der Dreher kein Problem sein und ja. Schauen wir das letzte Ringel, alles Gute, Ziel ist es bereit zu sein. Danke. Danke. Michi, gut gegangen jetzt? Ja, das super passt. Jetzt haben wir mal die Seevariante gehabt, den ersten Durchgang. Schauen wir mal, wie das Wetter wird, ob es noch ein bisschen auftrocknet. Dann werden wir noch mal ein bisschen angreifen. Wenn's nicht. Du hast schon richtig angefreundet mit deinem Auto. Ja, jetzt mittlerweile funktioniert es schon ganz gut. Die ersten paar Prüfungen waren noch ein bisschen kennenlernender, weil wir da noch nie im Asphalt gefahren sind damit. Aber jetzt passt schon super. Ja. Alles Gute weiter, dein Ziel ist es, bereit zu sein. Danke. Martin, wieder mal im Einsatz, lange nicht gesehen. Ja, ein bisschen eine Verletzungspause hinter mir, hat mir das Sprunggelenk abgesplittert beim Fußballspielen. War ein bisschen unnötig, muss man ganz ehrlich sagen, aber okay. Und habe jetzt 9 Wochen Gips gehabt, habe deswegen nicht fahren können und ja, jetzt sind wir wieder da. Hast du aber nichts verlernt, was ich gesehen habe? Ja, ein bisschen hat schon gedauert am Anfang, muss ich ehrlich sagen, aber es passt schon wieder. Wir sind schon wieder ganz gut drin. Was hast du jetzt vorher in der heurigen Saison noch? Sporadisch, oder? Ja, wird eher sporadisch werden, weil die Meisterschaft ist eh gelaufen. Also ein bisschen was fahren, schauen. Vielleicht schaffen wir es nach San Marino, das würde ich ganz gern fahren. Schauen wir mal. Okay, alles Gute weiterhin. Ziel ist es, bereit zu sein. Danke sehr. Kritisch. Ja, also wir sind Sprung am ersten Mal etwas zu weit gesprungen, beziehungsweise der Porsche hat den Motor hinten, was ja für gutes Flugverhalten sorgt, weil die Schnauze oben bleibt. Nur bei der Landung sind wir so hart durchgeschlagen, dass er hinten nochmal aufgestiegen ist und dann hätten wir fast die Pendler nicht mehr gelenkt, wie man so schön sagt. Und nach 3 oder 4 Gegenlenkern und Pendlern, zum Glück sind wir dann noch geradeaus auf der Straße geblieben. Sigi, wie fühlst du dich da am heißen Sitz nebenbei? Ja, eigentlich sehr angenehm. Ich habe natürlich das Pech gehabt, dass wir gleich bei einer Regenrallye das Debüt mit dem Porsche machen. Der Jump war sehr lässig und der Chris hat das gut gemeistert. Ja, es ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Bei der zweiten Runde war es dann ein bisschen entspannter für uns, auch für uns als Fotografen. Aber das Limit natürlich beim ersten Mal ausgelotet und beim zweiten Mal denselben Fehler macht man nicht zweimal. Also beim zweiten Mal war es deutlich vorsichtiger. Alles Gute weiter. Dein Ziel ist es, bereit zu sein. Danke. Luca, Einsatz, Neichengerät, wie geht's dir? Ja, macht irrsinnig viel Spaß. Das erste Mal Turbo fahren, 4 Stufen ALS, da spüle ich mich immer. Hat in jeder Lebenslage Leistung und es scheint gar nicht so schlecht, dass man das Auto liegt. Und schauen wir mal, das Wetter passt auch, dass wir jetzt auf Trockenen gefahren sind, im Nassen gefahren sind. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass es wieder trocken wird. Aber da hätten wir doch ein bisschen Chancen gegen die S2000. Komplett komprimiert,
alle Bedingungen in einer Rallye, oder? Genau so ist es. Eigentlich haben wir gesagt, wir fahren die Rallye als Testrallye, von dem her ist sie ideal. Aber es ist halt schade für die ganzen Zuschauer. Und auch für den Willi, weil ich glaube, die letzten 5 Jahre, egal ob er es gemacht hat im August oder im April, es ringt jedes Mal. Wie geht es weiter bei dir heuer noch? Wie geht es weiter? Wie gesagt, das Auto ist eigentlich nur gedacht zum Vermieten. Ich mache jetzt eine Premiere, da bei der Wechselland-Rallye. Dann werden wir wahrscheinlich, wir schielen immer auf die Baumrallye ERC, dass wir die fahren. Da weiß ich zwar noch nicht, mit was für ein Auto, mit dem Fiesta oder mit dem Adam. Und fix ist aber, dass wir die Waldviertel-Rallye fahren auf Schotter, dass wir da auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und dann schauen wir. Irgendwas werden wir schon fahren. Ziel ist es, bereit zu sein. Alles Gute weiterhin. Genau so ist. Danke. Christian, 1,5 Tage sind schon hinter uns. Wie ist der gegangen bis jetzt? Ja, durchwachsen. Es hat am Anfang haben wir die falschen Raffen oben gehabt im Grundbuch beim ersten Turn, im zweiten haben wir die richtigen oben gehabt. Haben das erste Mal eine 10. Zeit fahren können, das hat ganz gut gepasst. Herr Rümer und dann im Bingo haben wir sich nicht so wohl gefühlt, das hat der Rhythmus nicht gepasst, da haben wir viel Zeit wieder verloren. Ja, heute ist es extrem rutschig. Passt auch noch nicht ganz, aber ja, wir sind bis jetzt noch alles heil, gut auf der Straße unterwegs. Schauen wir mal. Das ist ja sowieso einmal das Wichtigste, weil wenn man nicht zum Fahren kommt, dann kann man auch keine Kilometer sammeln, ne? Richtig, das ist das Wichtigste. Wir sind noch nicht viel im Regen gefahren. Es ist überhaupt die dritte Rallye jetzt seit einer langen Pause. Und ja, es wird schon besser. Alles klar. Nachmittag, was glaubst du? Ja, ich hoffe, dass wir sie ein wenig steigern können, dass wir mit dem Rutschigen besser zurechtkommen und mehr Vertrauen aufbauen. Und dass wir halt ja, so in dem Ding weiter tun und irgendwo dann zum Schluss 10, 12 herum ins Ziel kommen, das war ganz okay. Ziel ist es, bereit zu sein. Alles Gute weiterhin. Ja, richtig. Danke für mich. Viel Erfolg. Danke. Bester Nicht-R5, wie taugt er das? Ja, taugt mir natürlich. Ich hätte es zwar gern gehabt, dass wir das Duell mit Stefan bis auf die Zielrampen gehabt hätten, klarerweise. Aber das ist ja alles noch vorgeplänkelt. Bei uns, das Einzige, was zählt, ist Weiz. Und da geht es dann zur Sache. Da werden wir... Das ist alles nur ein Vorspiel für Weiz. Das ist alles Vorspiel für Weiz. Also es steht jetzt nicht 1-0 für uns, sondern unentschieden und in Weiz geht es dann zur Sache. Dann geht's. Ja, ich mag im Regen. Es tut mir zwar leid für die Zuschauer, die was im Regen stehen und nass werden. Wir sitzen ja drinnen im warmen Auto, im trockenen Auto. Aber ich fahre gerne im Regen. Mir taugt es, wenn es ein bisschen schlatzig ist und schmiert und mehr Bewegung ist im Auto. Und da kann man ein bisschen mit Erfahrung wettmachen, wo die Jungen einfach eine Linie fahren und voll draufbleiben, was ich mir im Trockenen oft nicht traue. Kann man halt da ein bisschen improvisieren. Wird alles ein bisschen ausnivelliert, ne? Ja, genau. Und der Skoda ist einfach ein geniales Auto. Und das ist wie ein Go-Kart im Regen und auf die kleinste Bewegung reagiert er. Meistens so, wie es der selber willst, ab und zu nicht ganz, aber es wird schon immer besser. Okay. Alles Gute fürs letzte Rennen. Ziel ist es, bereit zu sein. Passt, bin ich. Ich bin bereit. Dankeschön. Ja, danke. Schon unterwegs, wie geht's dir damit? Ja, sagen wir mal so 70%. Nein, wir haben einen kleinen Fehler gemacht, wir haben die Einstellungen vom Werk genommen und nicht auf den Walter gehört und haben die Tiefe hinten viel zu viel gesperrt. Jetzt habe ich das Problem im Regen, er schiebt extrem aus über schnelle Passagen, aber Dreierkurven probiere ich zu kompensieren mit Linksbremsen, aber ist nicht das. Also es ist jetzt ein Kompromiss, wir sind jetzt auf 70-75%. Ein paar Zeiten waren gut, müssen wir daran arbeiten. Lernen. Bis für die Weiz schaut es gut aus. Nein, weiß ich noch nicht. Ich habe vielleicht vermietet, ich entscheide das kurzfristig. Alles Gute weiterhin.
für die Rallye in Wechselland? Ja, ich bin bereit, Gott sei Dank. Wir haben am Sonntag einen kleinen, wie soll ich sagen, keinen Schreckmoment gehabt. Und deshalb sind wir bereit für die Rallye. Der Beifahrer ist der Johann Trappella. Genau, die Balance passt. Und damit noch nicht genug. Es ist so, dass das Auto auch neu ist. Und jetzt probieren wir eben das mit Opel und danke an meine Sponsoren, damit dass die das mir ermöglichen, weil das ist ein unglaublicher Aufwand. Das ist so, du brauchst ein Auto, also ein Trainingsauto, du brauchst ein Transportauto und. Und wenn du da das Umfeld nicht hast, dann geht das überhaupt nicht. Und das Gleiche gilt für die Leute von SSM Racing, die das ganze Service machen, und damit wir einfach den Kopf frei haben für den Fahrer. Wertschätzen, und das tue ich sehr, sehr groß, also das passt schon. Ja, für uns, wie gesagt, es ist so, das Ziel ist das Ziel. Ich weiß nicht genau, wie es Auto tut, ich weiß nicht genau, wie die Bedingungen draußen sind. Ich muss mich mit dem Beifahrer erst einspielen, aber das wird schon passen. Und wir probieren es einfach. Gerade haben wir schon so viel gehabt bei der Besichtigung, glaube ich. Und wenn wir das beibehalten bis morgen Abend, dann passt das. Wir sagen vielen Dank und alles Gute, viel Spaß und dass euch diese Zusammenarbeit gut gelingt. Gell? Danke, Ziel ist es, bereit zu sein. Danke, danke fürs Interview und mir taugt das, was ihr macht. Danke, Hansi.